heute mit Heller von Sinnen, Michael Kessler, Alf Fritz, Dieter Nuhr und Bernhard Hohecker. Guten Abend, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie da sind. Hier ist Genial daneben. Ich freue mich sehr. Wir kommen zur ersten Frage. Nicole Wulff aus St. Gallen möchte wissen, was ist ein Unterzwerg? Ich möchte es. Moment, warte, Entschuldigung, ich fange nochmal an. Herr Hohecker hat es noch nicht mitbekommen. Moment, du hast jetzt nicht gesagt, ich freue mich, dass Sie da sind. Wir haben gestern sofort die Frage gestellt. Ja. Wir sind noch bei Genial daneben oder denkst du, wir sind bei Hitgiganten? Nein. Okay. Sie haben noch gar nicht die Menschen zu Hause auf dem Divan begrüßt. Nein, das war ja immer später. Ach so. Mittendrin. Aber ich kann die Frage gerne nochmal stellen. Ja. Sehen Sie, so ist das, meine Damen und Herren. So ist das. Da will man sich mal beeilen und keiner hört einem zu. Nee, ist wie zu Hause. Aber gut, was soll ich machen? Können wir anfangen? Ja. Nicole Wulff wohnt in St. Gallen. Herzlich Schön. Willkommen, Nicole. Begrüße Sie zu Hause auf dem Divan. Aus St. Gallen. Nicole Wulff aus St. Gallen möchte wissen, es passt heute, was ist ein Unterzwerg? Ich wusste es zwar noch nicht, aber ich nehme mal an, in dem Garten an sich, mit Gartenzwergen, gibt es Ober- und Unterschichten. Und also das ist das Prekariat im Vorgarten. Ich wollte gerade sagen, eine Unterschicht gibt es nicht, eine Unterschicht soll es nicht geben, also gibt es auch keine. Okay. Ne, auch nicht bei Gartenzwergen. Nein, auch nicht bei Gartenzwergen. Vielleicht in den hängenden Gärten von Gietze. Ich meine jetzt in einem Garten oder an einem Weinstock, wo es eben oben gibt so einen treppenförmigen Garten. Und oben sind die Oberzwerge und unten sind die Unterzwerge. In der Mitte sind die Mittelzwerge. So, vielleicht hat das ja was mit Schneewittchen zu tun. So. Schneewittchen und die sieben Zwerge. Sind mit den Zipfelmützen im Wald und so. Vielleicht mal, gab's auch mal. Kenn ich gar nicht. Nee, gar nicht. Pass kenn auf. Ich auch nicht. Gab's so einen Film, ne? Ja, gab es zwei. Ja. Jedenfalls, da gibt es ja große und kleine Zwerge. Und der kleinste davon könnte ja der Unterzwerg sein. Hier ist der kleinste Zwerg. Wie wäre es denn? Ich möchte einen ähnlichen Vorschlag machen. Ich bin in der Geologie. Es gibt irgendwie eine Felsformation, die nennt man Zwerg. Zum Beispiel eine bestimmte Vulkanart. Und der Unterzwerg sind alte Vulkanschichten, die da drunter liegen, aber zipfelmützenartige Ausprägungen im meandrischen Ausläufer der Lavaströme erzeugt haben. Wo befinden sich denn diese Gebilde? Im Gebirge. In der Vulkaneifel. Also da, wo halt Vulkane sind. Also sprich doch nicht weiter, das ist doch falsch. Guck mal, der führt dich Moment, doch wieder aufs Glatteis. Moment, kann man ja nicht wissen. Doch. Das Problem ist, der Herr Balder kann es auch nicht wissen, wenn er es gelesen hat. Also, es befindet im Gebirge. Es geht um Berge. Ich bin ja Optimist. Ich glaube ja, Sie wollen mich nicht verarschen. Gut, ich bin auch ich ein bisschen dumm. Ich glaube das schon. Aber, also im Gebirge gibt es Berge, die nennt man... Ich würde nochmal ansetzen. Also, wir sind in der Geologie. Falsch. Wir sind im Weltall. Wir sind im Universum. Jo, wir sind im Universum, denn es gibt ja Riesenzwerge, glaube ich. Rote Sterne. Rote Zwerge sind Sterne. Das sind Supernova-Explosionen und deswegen gibt es auch Unterzwerge. Unterzwerge? Die heißen dann Yoda oder irgendwie. Die sind da drunter. Niemals ein Stern, du sagen wir es. Ein Unterzwerg. Das ist der Mond, der um diesen Zwerg herum. Was wäre denn jetzt Riesen? Was war das? Zwerg ist ja vielleicht ein roter Zwerg zum Beispiel. Ein Stern, der aus einer, ich glaube, irgendwie aus einer Sternenexplosion bleibt am Ende so ein kleiner, das ist ein sehr massereicher, aber sehr kleiner Stern zurück. Genau. Und das ist dann ein da gibt es rote Zwerge, weiße Zwerge gibt es, glaube ich, blaue Zwerge gibt es. Und es gibt bestimmt auch irgendwo in der Nachbargalaxie noch Unterzwerge. Ich würde mal bei dem Thema bleiben. Handelt es sich vielleicht dabei um ein Doppel... Weil es richtig ist. Handelt es sich dabei vielleicht um ein Doppelzwergsystem und es gibt den Hauptzwerg, der ist sehr groß und der Unterzwerg ist der kleinere, der sich in einer größeren, aber immer noch bedeutsamen Bahn herumdreht? Das ist falsch. Wir bleiben mal bei den Sternen. Dann ist es ein Mond, der um diesen Stern kreist. Also der Ansatz war ja korrekt. Eben. Riesenzwerg das heißt doch Riesenzwerg. Das ist, glaube ich, dieser massehaltige, sehr massehaltiger Stern. Und vielleicht, wenn der sich irgendwie da zusammenklumpt, spaltet er noch eine also kleine Riesenzwerg Monde. Heißt es nicht. Ah, nee, es heißt auch anders. Zwerg, nee, Oberzwerg. Nee. Es heißt Riesen... Nova, nein. Supernova. Stern. Riesenstern. Riesenstern. So. Und also gibt es gibt Riesensterne und es gibt... Kleine Sterne. Die Zwergensterne. So, das wissen wir. Was unterscheidet den Riesenstern von dem Zwergstern? Der ist kleiner. Die Größe im Zweifel. Ist es vielleicht ein Stern, sehr gut bis jetzt. Ein Stern, der noch kleiner ist als ein Zwergstern?
So. Nein. Ohne Planeten. Also wir haben bis jetzt den Riesenstern und den Zwergstern. Und wir wissen, dass diese beiden Sterne sich durch die Größe unterscheiden. Ich möchte jetzt wissen, was ist denn Unterzwerg? Ein Unterzwerg ist ein Stern. Ein Stern ist unterscheidet sich vom Planeten dadurch, dass er selbst leuchtet. Und ein Stern, ein Unterzwerg, befindet sich aber in einer Umlaufbahn um einen größeren Stern. Das ist mir scheißegal. Okay. Also bezieht sich der Unterzwerg nur auf die Größenordnung, dass der kleinere Zwerg untergeordnet dem größeren ist. Es ist nur eine Kategorisierung dieser dunkler. Zwerge. Wie geringere Leuchtkraft. Richtige Antwort von mir. Ja. Also, Riesensterne Durchmesser bis zu 2 Milliarden Kilometer. Zwergsterne Durchmesser nur ein paar Millionen Kilometer. Gut, das ist ja eine Nachmittags- Sterne der gleichen Klasse leuchten gleich hell und dann gibt es Sterne, die 1 bis 2 Helligkeitsstufen unter dem Helligkeitsgrad der normalen Zwergsterne leuchten. Und so ein Stern, das ist der Unterzwerg. Ja, da sollte man nicht leben, weil es schlecht für die Augen. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Sehr gut, ich hätte nicht gedacht, Nicole und Sie wahrscheinlich auch nicht, dass man so schnell die Basis findet, eine richtige Antwort zu erhaschen. Ich habe viel Star Wars geguckt auch. Ja. Raumschiff Enterprise und so. Da lernt man das. Hat er das gesagt? Ja, ja. Ein Unterzwerg, ein Unterzwerg. Luke, ich bin ein Unterzwerg. Ich bin... Nein! Ich würde vorschlagen, da wir schon mal... Ich bin dein Unterzwerg. Das hätte auch was aus der Geschichte. Ich bin der Unterzwerg. Bin der Unterzwerg. Ja. So, jetzt kann es weitergehen. Aber Herr Balder hat uns auch sehr geholfen heute. Fand ich gut. Sehr freundlich. Also, ich mache weiter und gehe mal von der Schweiz nach Österreich. Seid ihr einverstanden? Oh, auf jeden Fall. Ja, aber die Schweizer nicht. Wir sind heute mal ist ein bisschen... Ist heute eine Eurovision-Sendung geworden? Genau. International. Können wir weitermachen? Wir sind... Entschuldige, aber das war... Meine Frage. Wir sind in Österreich, meine Damen und Herren, wir sind in Angern. In Angern, das liegt in Österreich, dort wohnt Christian Fauland. Und Christian Fauland aus Angern in Österreich möchte wissen, was ist ein Rollhase? Ein Rollhase? Das ist, wenn man einen Rollrasen bestellt, man macht den auf und stellt fest... Reden Sie nicht weiter. Der war halt nicht schnell genug. Ein Rollhase ist ein Hase, den man bei einem Windhundrennen benutzt. Der muss ja vor den Windhunden hergezogen werden bei einem Hunderennen. Und der wird auf Rollen sein und deswegen ist das ein Rollhase. Der ist, glaube ich, nicht auf Rollen bei diesen Rennen. Der ist, glaube ich, an so einer Stange hängt der, glaube ich, so, an so einer Schiene. Ist das vielleicht ein Fisch? Es gibt doch auch lustige Seehasen als Fische. Was wäre dann der Rollhase? So ähnlich wie der Rollmops, ja? Ja, genau. Der schwimmt schon mit so einem Spießchen im Bauch durchs Wasser. Ja, auch nicht schlecht. Das klingt eher wie so ein österreichisches Gericht, der Rollhase. Ja, also der wird gerollt in Möhspeisen, der wird ja. im Möh ein bisschen eingrieben und drin gerollt und dann wird er serviert in einem schönen Herr Kessler, ist Ihnen das schon mal aufgefallen, wenn wir eine Frage aus Österreich bekommen, sind wir sofort bei Mehlspeisen? Ja. Immer. Weil sie uns so gut schmecken. Ja. So, wie war das jetzt? Ich habe das jetzt nicht ganz verstanden. Also es ist ein österreichisches Nationalgericht, ja, der Rollhase. So schön in... süß, lecker, bitter, süß. Erdbeer. Süß, lecker, Herr Balder. Oh. Mit einem Schlagobers drauf. Ist ein ganz köstliches Gericht. Vielleicht ist das auch ein wirklicher Hase aus dem Tierheim. Der hat eben nur Inliner an oder so. Süß. Kommt man denn nach Hause? Kommst du jetzt? Vielleicht einfach so, ich hätte gerne einen Rollhasen, okay, dann nehme ich eine Katze. Jetzt wäre es eigentlich Zeit wieder für Ihre Cabrio-Pantomime. Das stimmt. Wenn Sie die ganz kurz nochmal. Ja, was ist das? Supergeil. Ein Hase im Cabrio. Super Rätsel, wir reden über Hase im Cabrio. Und dann sagst du Cabrio-Pantomime und er macht, was ist das? Ich finde, ein Rollhase hört sich nach Baustelle an. Ja, ne? Man ist bei so einem... Man muss etwas ziehen. Es gibt einen Flaschenzug und vielleicht ist das einfach ein Rädchen, an dem etwas befestigt ist, was man auf einem Draht
Ratsaal ziehen kann. Meine Damen und Herren, bis jetzt war alles nicht im Bereich des Richtigen. Aber schön. Aber schön. Christian Fauland aus Angern möchte wissen, was ist denn Rollhase? Denken Sie drüber nach. Wir machen ein bisschen Werbung und sind gleich wieder bei Ihnen. Bis gleich. Rollhase, diese Frage beschäftigt uns jetzt seit geraumer Zeit und ich bin gespannt, ob die Dame und die Herren drauf kommen werden. Dieter. Vielleicht sollten wir einfach gleich mit der richtigen Lösung einsteigen. Das wäre nicht schlecht. Mein Problem ist, ich weiß sie nicht. So. Ich bin in der Kaninchenzucht. Da ist ja sonst Frau von Sinn. Ja, deshalb habe ich auch gerade so leicht schizophrene Anwandlungen und habe schon das Gefühl, einen Overall zu tragen. Aber ist es vielleicht einfach nur ein rolliger Hase? Sagen Sie mal, Sie denken sozusagen immer nur an das eine, ne? Ein Rammler kurz bevor er seinem Namen gerecht wird. Ich glaube, ein Rollhase ist ein Stift in einer Jalousienfirma. Ja. Ist der Arzt hier drauf? Junge Mann, der in ein Familienhaus geschickt wird, um die Fenster auszumessen, um da Rollladen anzubringen. Das ist jetzt eher ernst. Ja. Gut. Jetzt weiß ich aber, warum du schon eine weiße Jacke anhast. Jalousienfirma! Jalousienfirma! So, also. Rollhase, meine Damen und Herren. Ein Rollhase ist etwas zum Transportieren, ist es aber. Richtig. Es gibt eine Art Kran. Ja, weiter. Ist das? Ja, was heißt eine Art Kran? Ist es jetzt ein Kran oder? Es ist so eine Art Kran. Also es ist so was macht der denn? Der sieht so aus wie ein griechisches P. Ja. Ah ja. Und deswegen heißt er auch Rollhase. Genau. Und fährt auf Schienen und daran hängt so ein, ich glaube, Stahlseil und ein Haken und damit werden Güter von einem Zug auf den nächsten transportiert. Findet man in Häfen auch? In Häfen auch, genau. In Häfen. Wo noch? In, im Zoo? Ich bin für den Jalousienstift. ist das vielleicht so eine Art Figur, so aus Pappmaché gebaut, die an Ostern holt man die gerne mal aus der Stube, mit Inliner, aus der Garage, rollt sie sozusagen in die Fußgängerzone, mit hat zwei lange Ohren, winkt irgendwie, Rollhase, es gibt auch den Rollweihnachtsmann, den man dann rausholt, den Roll St. Martin. Warum? Mit Rollschuhen. Zur Belustigung des Volkes. Nee? Nee? Die Frage ist... Ich glaube ja immer noch, es ist eine Art Kran. Ja, oder ein Werkzeug wenn, vielleicht. Wenn wir nicht eben beim Windhund rennen, dann vielleicht sind wir da ganz kurz auf der Kirmes in einer Schießbude, wo man auch auf Häschen schießt. Das ist gut! Vielleicht sind ja die Häschen auf Rollen. Das ist gut! Kleine Hilfe von mir, Schießen ist gar nicht so übel. Siehst du, ich hab doch gesagt, das ist gut! Ja, pass auf, wie wär's denn? Genau, ist ja so, das kenne ich doch aus dem Fernsehen, man hat ein Ziel und schießt darauf und dann... zieht man sich das Ziel ran, um zu sehen, wie die Treffer gelaufen sind. Vielleicht ist das ja ein Rollhase oder diese Mechanik, um die Zielscheibe. Ist nicht so ein Köder bei der Jagd? Ich glaube, es ist für Leute, die eine Tontaubenallergie haben. Die schießen dann auf Rollhasen. Die Rollhasen werden dann hochgeschossen. Auf ja, wenn es ja Flughasen. Ja, Ich würde mal im weitesten Sinne dieses Thema etwas weiter verfolgen. Also wir sehen uns so schießen. Vielen Dank für diese wahnsinnige Tontaubenallergie. Oder ist es eine Art Kran? Wenn wir sind noch einmal Kran sagen. Wir sind beim Sportschießen. Wir befinden uns auf einem Schießstand. Richtig. Und es wir gibt sind dann nicht beim Sportschießen. Also lassen wir das Sportschießen wirklich mal wir weg, sind Leute. Wir sind beim Polizistenschießen. Was? Wo? Was? Ja. Wir sind beim Jagdschießen. Was hat er gesagt? Was? Kranschießen? Jagd. Beim Kranschießen. Beim Jagdschießen. Jagdschießen. Das ist aber richtig. Und da wird ein Köder verwendet. Genau. Und der ist auf Rollen. Sag ich der doch. Der läuft vorne weg und die Jagdhunde laufen hinter diesem Viech hinterher. Jetzt sind wir völlig. So, es ist nämlich doch der Hase. Nicht aus dem Tierheim, aber als Köder auf Rollen. Nein, so. ist das vielleicht so ein Modell? Also ein Hase, also ausgestopfter Hase auf so einem kleinen Wägelchen für auf die Jäger. Also sozusagen trainieren. Die trainieren das Schießen mit einem Rollhase. Trainieren ist schon mal gut. Die Hunde, aber die Hunde werden trainiert mit dem Rollhasen. Nein! Doch!
Nein, die Jäger, die Schützen trainieren sich mit einem Rollhase. Was ist denn ein Rollhase? Ein Rollhase ist ein aus Holz oder aus Blech geklöppelter, geschnitzter Hase, der auf Rollen zickzack auf einem freien Feld hin und her gezogen wird. Genau. Und die Jungs sitzen in Schießständen und versuchen, den zu treffen. Können wir das so gelten lassen, Herr Woika? Ich denke schon. Ich denke nicht. Dann ist es eine Fellkugel. Da sind so zwei Ohren dran, aber die kann man so rollen wie eine Kegelkugel. Es ist noch einfacher. Dann ist gar nichts dran, es ist nur Fell und eine Kugel. Es ist einfach nur eine Schießscheibe in Form eines Hasen. Es wird einfach in Form eines Hasen weggelassen. Es ist eine Schießscheibe. So, was ist jetzt ein Rollhase? Eine Schießscheibe, die man heranziehen kann. Nein. Eine Schießscheibe, die man nicht heranziehen kann. Eine Schießscheibe, wo man drauf schießen kann. Das Problem ist, wenn wir gleichzeitig... Hase reingerollt ins Feld? Bitte? Vielleicht eine Schießscheibe, in der sich immer wieder neue Zielscheiben runterrollen, wenn die eine voll ist? Noch einfacher. Es ist eine Schieß. Ein Schieß. Also wir sind ja schon ganz nah dran. Wir ersetzen jetzt einfach mal, das mache ich jetzt einfach mal, weil ihr wirklich schon so ganz nah dran seid. Das Wort Schießscheibe ersetze ich jetzt mal durch Wurfscheibe. So. Wurfscheibe. Was wäre jetzt der Rollhase? Kneipe, Dart. Ist gut, dass wir eben verdammt nah dran waren. Also der Rollhase, wir sind bei einer Wurfscheibe, wo etwas fliegt, was geschossen wird. Ja. Vielleicht ist der Rollhase das Gerät, was abrollend die Scheibe zur Rotation bringt, damit sie stabil in der Luft liegt. Noch einfach. Man wirft mit Hasen. Was? Ist der Rollhase einfach die Scheibe? Mit Rollhasen. Gibt es Scheiben, die man Rollhase nennt und nicht Tontaube? Ja. Wurfscheibe. Dann haben wir es doch gelöst. Nein. Warum hat die denn dann Ja Warum gesagt? Heißt denn diese Scheibe auch nicht nur, aber auch Rollhase. Weil wenn sie landet, rollt sie weiter. Weil sie rollt und nicht fliegt. Weil sie zwei lange Ohren hat. Dann ist sie ja Hasenscheibe und nicht weil sie rollt und nicht fliegt. Ja. Es ist halt keine... Ich lass das jetzt mal gelten. Oh! Ja. 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 Sehr gut. Also. Moment. Diese Wurfscheiben werden normalerweise beim Training des angehenden Jägers geworfen. Wenn der Jäger zum Beispiel trainiert, dass er auf Enten, Rebhühner oder Fasane schießen muss, dann werden sie in die Luft geschmissen und er versucht, sie zu treffen. Ja. Wenn sie das Hasentreffen trainieren, dann werden diese Scheiben so flach über den Boden geworfen, dass sie praktisch über den Boden rollen. Und das bezeichnet der Jäger als Rollhase. Ist an sich eine ganz normale Wurfscheibe. Ist ja Rollrasen relativ nah dran. Ja. Ich auch. Wir lösen heute aber alles. Ich finde, es war am nächsten dran mit dem Kran. Ja. Ja. Christian, ich muss es so gelten lassen. Es tut mir leid. Es gibt leider kein Geld. Das war die zweite richtig beantwortete Frage heute. Ich bin sehr gespannt. Wir gehen jetzt noch nicht dahin, wo ich jetzt hin wollte. Ich sage Ihnen erstmal unsere Adresse, wenn Sie Fragen haben, meine Damen und Herren. Es kann ja sein, dass Sie Fragen zu Hause haben und sagen, wohin damit? Kann ich Ihnen sagen. Genial daneben 50616 Köln. Oder Sie rufen an 01378 1011 20 oder eine E-Mail fragen@genialdaneben.de. Ulrich Hoffmann wohnt in St. Augustin, hat gedacht, was soll ich eine schicken? Ich bringe einfach eine Frage mit ins Studio. Er ist nämlich heute Abend bei uns. Ulrich Hoffmann, wo finden wir sie denn? Dort oben. Ulrich, herzlich willkommen bei uns. So, ich bin sehr gespannt. Eine sehr schöne Frage. Also. Ulrich, vielleicht sind Sie der Erste heute, der Geld bekommt. Ich drücke Ihnen den Daumen. Ulrich möchte wissen, was ist ein Belegnagel? Ja, das ist jetzt wirklich einfach. Es gibt ja schon bei den Waltons oder unsere kleine Farm im Kramladen, da haben die so kleine Holzscheiben, da ist ein Nagel von unten durchgeschlagen und die Kassenbons oder was auch immer das wird auf den Nagel sollte man gezogen. Nicht machen. Genau. Und die, also die Belege des Einkaufs werden da drauf gestülpt. Falsch. Da
Dann ist es, dann sind wir in dem Nachweis in einem Gutachtenverfahren. Das heißt, der Parkettboden wurde, vielleicht nicht Parkett, aber die Holzdielen wurden falsch verlegt. Und dann sagen wir, Moment, das weiß aber nicht, müssen wir erst überprüfen. Dann kommt der Gutachter und sagt, nee, das sieht alles gut aus. Ach nee, hier sehe ich gerade, stimmt, das ist fehlerhaft verlegt, denn hier sehe ich, der Nagel ist falsch reingeschlagen. Pass auf. Hier, pass das auf. Ist der Belegnagel, den muss ich leider konfiszieren und mitnehmen. Pong, das Brett raus und so weiter. Dieter, könntest du nochmal... Wenn dein Parkett genagelt ist, würde ich auf jeden Fall einen Gutachter holen. Nein, das wird noch schwimmend verlegt, ich weiß. Nee, aber ich habe ja danach geschoben Bretter. Dielen. Bohlen. Nicht Dieter, Bohlen. Sondern Bohlen. Bohlen. Ich hab gestern was getrunken, ist dicker wie Brett und dünner wie ein Balken. Eine Bohle. Ist der Belegnagel irgendwie eine Quittung in einem Bordell? Das ist der Nagelbeleg. Bitte, was? Ach, das ist der Nagelbeleg. Das ist anders. Das ist der Nagelbeleg. Sorry. Ah, ja. Lieber Gott. Sorry, ich hatte einen Dreher. Ich hab's schon gemerkt, ja. Ja, das ist ja bei Ihnen nicht schlimm, Frau Wilson. Das macht ja nichts. Waren Sie schon mal im Bordell? Ja, natürlich. Die machen immer nichts. Ich sitze immer nur im Whirlpool und trinke Sekt. Ja. So, Dieter. Wenn ich mir den Mann so angucke, glaube ich, es kommt aus dem psychiatrischen Bereich. Ja, das sieht ein bisschen aus wie ein Rollhase, ne? Und was wäre dann ein Belegnagel? Ein Belegnagel ist ein Behandlungsinstrument im psychiatrischen Bereich. Das heißt, was macht man denn damit? Man legt sich auf die Couch. Ja. Und im indischen Bereich. In wo? Im indischen Bereich. Im indischen indische Bereich. Psychiatrie. Gibt's Nagelbetten so. Dann? Aus der Nummer holst du dich alleine raus. Für Fakire, sozusagen. Natürlich. Die liegen auf den Belegnägeln und werden dann gefragt, geht's Ihnen gut? Und dann sagen die, nein. Nein. Ja. Deswegen bin ich hier. Ist das vielleicht ein Nagel mit Karies? Das ist ein Belagnagel. Da war ich auch schon bei Belag. Ist das vielleicht einfach nur so ein Nagel in einem Hotel, wo einfach die Schlüssel dranhängen und wenn da ein Schlüssel dranhängt, ist es nicht belegt? Also so, dass etwas belegt ist. Man benutzt den Nagel, um etwas zu markieren. Ach so, denn das belegt sein wird markiert. Entschuldigen Sie bitte. Ich finde, der Herr sieht aus, könnte ein Architekt sein. Vielleicht ist ein Belegnagel etwas Lustiges von Architekten oder Dachdeckern oder so, dass die sich lustig... weißt du, es gibt ja auch Richtfest. Der letzte Nagel, der da reingehauen wird, um vielleicht das Bäumchen da oben zu installieren, das wird vielleicht als, aus Aberglaube bewahrt. So symbolisch praktisch. Der Belegnagel. Ja, genau. Die haben da zu Hause ganz viele Nägel. Das sind Belegnägel über ihr Schaffen. Der zuckt die ganze Zeit. Nehmen Sie ihn dran. Nee, ich denke gar nicht dran. Er hat jetzt praktisch bei jedem Beruf irgendwie so gemacht. Ich frage also gleich, was er wirklich gemacht hat. Ich glaube, er arbeitet gar nicht, genau. Was? Ich bin in der Flora, Botanik, Gärtnerei. Ein Belegnagel ist der Nagel, der an eine bestimmte Stelle im Baum hineingeschlagen wird, um zu belegen, wie groß er war, um Wachstum zu messen oder irgend... Kommt nicht so gut an, Bernhard. Nee, da hat einer nur Mitleid mit Bäumen, oder nicht? Machen wir weiter. So, und dann kann man nämlich messen, wie der Baum gewachsen ist, wie er sich verändert hat und so weiter. Finde ich gut. Finde ich auch gut. Nee. Finde ich nicht gut. Nee, finde ich auch nicht gut. Archäologie. So, jetzt nähern wir uns Jesus wurde ans Kreuz genagelt. Ja. Nein. Und man sucht bis heute den Belegnagel. Es sind heute viele Archäologen unterwegs, die graben und nach diesem Belegnagel suchen, um es zu belegen. Mit diesen Archäologie hast du ja gesagt, ist gar nicht so schlecht. Ich habe gesagt, da sind wir gar nicht so weit weg bei einer anderen Frage jetzt. Aber vielleicht. Ist das ein Begriff aus der Universität? Denn man belegt ja Studienfächer. Ja. Und ist das etwas am schwarzen Brett oder beim Professor? Also, was soll denn beim Professor der Nagel sein? Ja, der Nagel, der soll einfach an der Pinnwand sein und da steht dann eine Liste drauf, wer das geschafft hat, zum Beispiel das Semester oder die Prüfung. Aber mit dem Nagel wird doch irgendwas markiert. Nee. Das,
Doch. Da wird nichts markiert. Aha. Da wird gar nicht. Aber der Nagel selbst ist ein wirklicher Nagel. Das ist die Frage. Ist es ein Nagel? Ist es ein Fußnagel oder ein Also es ist kein, sagen wir mal so, es ist nicht so ein Nagel, wie man sich einen Nagel vorstellt. Kinder, ich bin wie vernagelt. Ja, das ist... Er heißt Belegnagel. Richtig. Belegnagel. Ist es vielleicht noch Nägel? Wie wäre es denn zum Beispiel... Und vielleicht eine kleine Hilfe kann ich euch ja geben, denke ich mal, er kann aus Eisen sein. Was kann er sein? Aus Eisen. Eisen. Ach. Aus Holz kann er auch sein. Aus Holz kann er auch sein. Also ist es... Ein Belegnagel. Ja. Ja. Wie wär's denn? Also sind wir in der Schifffahrt. Ja, sind wir. Nein. Nein, glaube ich nicht. Doch, doch, doch. Weißt du, aus Metall und Eisen wir sind in der Schifffahrt. Sind wir. Ein Belegnagel. Es ist etwas, um, was an Masten und Schoten ist, um daran die Segel zu befestigen. Oder ist es was, um ein Schiff zu bauen? Es ist ein ganz wichtiges Element im Schiffsbau selbst. Welches? Das Wichtigste. Also es ist, ja, es kann das, Holz, die Planken, um die Planken zusammen zu zimmern oder die Masten miteinander zu... Nein. Ist das der Nagel, den man zieht, um zu messen, ob halt wirklich Belag drauf ist? Oder belegt! Ja, oh, belegt. Es ist Belagnagel. Belegt. Belag, belegt. Belegt sein. Belegt. Ja, belegt. Belag. Belegt. Du bist ja völlig... Belegt. Jetzt dreht Belag. Er durch. Jetzt dreht er. Sag mal, Kinders, ihr macht den Job echt zu lange. Also, wir sind in der Schifffahrt. Und der Belegnagel hat etwas damit zu tun, wie man ein Schiff baut. Ja. Schiffsbau. Haben Sie gerade Ja gesagt? Nein, ich habe nichts gesagt. Nein, also nicht Schiffsbau, also Schiffsführung. Also Schiffsführung. Man braucht ihn, um ein Schiff zu navigieren. Überhaupt nicht. Also es geht darum, dass man etwas belegt. Also etwas nachweist. Genau. Dass eine Kabine belegt ist zum Beispiel. Das, ist das gut. Kann man. Und was wäre dann der Belegnagel? Der Belegnagel ist draußen so eine Art. Ich nicht will nicht draußen. Sagen Kran, aber. Genau, wo man das dranhängt, wo man weiß, diese Kabine ist belegt. Ja, wo dran, do not disturb. Falsch. Von innen. Also der Belegnagel ist in einem Kreuzfahrtschiff ein Nagel, was innen in einer Kabine ist? Nee. Oder im Bar? Ja? Nee. Also aber nicht auch nicht außen an der Tür, gar nicht an einer Tür. Überhaupt nicht. Es geht um Segelschiffe, oder? Richtig. Ja, wusste ich So. Soll ich euch mal sagen? Ich komme mal zurück zu Hella von Sinnen und dem Bordell. Das fand ich einen interessanten Ansatz. Ein Bordell ja, auf dem ja, Segelschiff? Doch, doch, doch. Denn wenn, ich sag mal so, wenn die Prostituierte beschäftigt ist, also arbeitet, dann drückt sie das so aus, also es steckt in ihr der Belegnagel. Ja, Liebes, das ist ja sehr originell, aber wir sind schon bei Segelschiffen. Ja. Idee. Bei einer Regatta muss man ein weit entferntes, weit draußen befindliches Ziel umschiffen. Um zu belegen, dass man dort war, muss man einen in diesem Ziel befindlichen Nagel... Ein Nagel ins Wasser. Ja, haben. Nagel, das wird... Oder es ist ein Nagel, den man in der Tat in eine Schiffskarte haut. Also der Kapitän hat eine Karte auf seiner Brücke und mit einem Nägelchen belegt er eine Route oder er setzt eine Route fest, die er ab. Route ist wieder Bordell, das stimmt. Ihr seid drauf. Nee, ich sag's euch. Sag's uns. Ich sag's euch. Also, Seefahrt ist richtig, Segelschiff ist richtig. Ja. Man findet auf einem Segelschiff überall Nägel aus Holz oder Eisen, die aus Masten oder Planken herausragen. Die sind ungefähr so groß, ungefähr so. Ich hab's mir mal angesehen auf einem Foto. Ich kenne diesen Ausdruck. So groß sind sie. Und um diese Nägel schlingt der Seemann die Taue, damit sie nicht auf den Planken rumliegen. Ah. Und in der Seemannssprache sagt man, der Nagel wird mit den Tauen belegt. Ah. Deswegen ist es ein Belegnagel und Ulrich Hoffmann ist um 500 Euro reicher. Herzlichen Glückwunsch. Na bitte, es klappt doch, wenn man will, meine Damen und Herren. Der Kapitän, das ist vom Beruf Kapitän. Alter Seebär. Ja. Nein. Ich glaube, St. Augustin, wo der Ulrich herkommt, hat gar keinen Hafen, oder? Nein. Ja, deswegen hat er wenig zu tun. Natürlich. St. Augustin lag aber vor 60 Millionen Jahren noch unter Wasser. Das kann sein. Wir kommen zu Gaspar Rodriguez. Gesundheit. Gaspar, bitte? Gesundheit. Dankeschön.
Gaspar Rodriguez kommt aus Düsseldorf. Ach. Ja. Gaspar Rodriguez aus Düsseldorf möchte Folgendes wissen. Was ist ein Ex-Tag? Bitte? Ex-Tag. Wie Tag mit G? G? Tag. T-A-G. Der Tag. Sind das die Ex-Tag? Ja, ein Ex-Tag war gestern. Genau. Ex-Tag ist gestern war ein Ex-Tag. Also ist Ex-Tag gestern. Ja. Ja. Ist das ein Ex-Tag? Ist ein Ex-Tag? Nächste Frage. Der Tag von gestern, für den man immer noch zahlen muss? Was? Ach, du meinst, wenn man mal mit Tag die Ex, also für die Ex so die Alimente zusammen, oder sowas. So. Oder den Tag, den kriegt man nur mittwochs und jedes zweite Wochenende. Ach, nee, das ist sowas wie der Hochzeitstag. Und heute feiern, ey, was hast du heute, Hochzeitstag? Nee, ich bin geschieden, ich hab heute Ex-Tag. Also man, ist nicht mehr. Es war mal ein Feiertag. Also heute ist der Scheidungstag. Der Scheidungstag, ja. Also früher Hochzeitstag, jetzt nix-Tag, Ex-Tag. Ja, ja. Ex. Schöne Idee, falsch. Schöne Idee. Das ist ein Tag, den man auf Ex nimmt. Also man zieht ihn in 24 Stunden auf Ex durch. Ex-Tag. So, also auf Ex gekippt. Ich weiß, er vergeht wie eine Sekunde. Ja. Ach, das ist so ein Ex-Tag. Ja. Ex weg. Das ist der Tag, wo die Männer die Alimente zahlen müssen für ihre Exen. Oh. Ja, ja, da wären wir ja schon fast bei dem Scheidungsdings vom Ralf. So Freude. Ex, ja, der Ex ist weg. Ja, das ist alles bis jetzt, also sagen wir mal, ich will es mal vorsichtig ausdrücken. Totaler Mist. Unsinn. Am Rande des Wahnsinns, ja. Ich bin bei der Seefahrt. So, da waren wir lange nicht mehr. Segelschiff. Ein Schiff, das... Wird kommen. Wenn du jetzt noch einmal Kran sagst. Ein Schiff, das über die Datumsgrenze fährt, verliert vielleicht einen Tag oder so etwas in der Art. Und das wird Ex-Tag genannt. Das kann auch beim Flugzeug sein. Beim Flugzeug oder... Ja. Wo noch? Hat mit Verschiebungen von Zeitzonen zu tun. Von Zeit und Raum. Kontinuum. Verschiebung. Hat es was damit zu tun? Überhaupt nicht. Nein. Danke, dann bin ich in der Pathologie. Das ist. Das ging ja nahtlos über jetzt. Ja, und ganz geschmeidig, das ist die Abkürzung des Pathologen. Exodus, der Tag, an dem der Mann, die Frau, das Kind verstorben ist, ist der Ex-Tag. Ah, Todestag. Ah, aber Todestag ist. Was heißt das? Ist noch nicht ganz das tot. Das heißt oder katastrophal. Nee, ist falsch. Ex-Tag. Also, es hat mit Pathologie nichts zu tun, es hat mit Datumsgrenze nichts zu tun. Hat es irgendwas mit Christen, mit Kirche zu tun? Exkommunizieren. Ja, zum Beispiel. Hexenverbrennung, was war das? Oder raus. Raus. Raus aus der Kirche. Das ist EX ja eine Abkürzung. Oh, das ist gut. Ist Tag ist ja auch Tag. EX ist keine Abkürzung mehr. Aber es ist lateinisch. Es ist lateinisch, das wissen wir ja. Es ist auch das deutsche Tag. Ex heraus. Es gibt ja auch Tag. Was, bitte? Heraus. Bitte? Es gibt das englische Tag. T-A-G gibt es auch. Ex heraus. Ex heraus. Heraus. Heraus ist richtig. Heraus. Heraustag. Heißt heraus. Auf ja, klar, auf Latein. Ah, vielleicht kann man jetzt damit mehr anfangen. Ist heraus, der 25. Februar, weil er herausragt aus der allgemeinen Datumsgestaltung. Nee, es ist das Schaltjahr. Es ist das Schaltjahr, ein herausragender Tag. Es ist der 29. Das meinte er. Ich ziehe meine Antwort zurück. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Ich ziehe meine Antwort zurück. Deine ist dann recht. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Also, wenn Ex heraus heißt, dann ist es vielleicht der Geburtstag, wo wir herauskommen. Aus der Mutter. Hast du so gemacht? Ich hab Hallo gemacht. Damals. Hallo. Ich bin rausgekommen. Ja. Ex-Tag, Geburtstag. Ich habe eine super Idee. Ja. Oh Gott. Könnte es der 29. Februar sein? Ich habe doch nicht mitgekriegt, was der Mann gesagt hat. Ach nee, also Ex-Tag. Wir sind noch keinen Schritt weiter. Aber heraus, es hat was mit heraus. Wo was es hat zum Beispiel heraus herauskommt. Eine Premiere, ein neues Magazin kommt heraus. Ein Auto, oder eine neue Fernsehshow. Keine Ahnung, man nennt das, die kommt am Ex-Tag heraus. Also wo muss der Wenn ein neues Magazin startet es am Ex-Tag. Man arbeitet auf den Ex-Tag hin. Also wäre der Ex-Tag praktisch im weitesten Sinne so eine Art Erscheinungstag. Ja, Erscheinungstag, Premierentag. Erscheinungstag. Eröffnung. Ja. Könnte das sein, meine Damen und Herren? Lassen Sie mich einen kleinen Moment nachdenken. Denken Sie auch nach. Wir machen ein bisschen Werbung, sind gleich wieder da. Bis gleich. Meine Damen und Herren, Gaspar Rodriguez
aus Düsseldorf möchte wissen, was ist dein Ex-Tag? Und wir haben gehört, das ist der Erscheinungstag, wo etwas herausgebracht wird. Ja. Eine Zeitschrift, eine Sendung, einer, ich weiß nicht was. Und ich muss dazu ganz klar sagen, nein. Gibt es in dem Zusammenhang auch einen Finaltag? Glaube ich nicht. Es aber gibt in diesem Zusammenhang wirklich nur den Ex-Tag. Man müsste wissen, in welchen Tier wir uns befinden. Ja, wir sind bei Tieren. Wir sind bei Tieren. Bei welchen? Und bei Ameisen. Warum Termiten, bei Ameisen? Insekten, heraus, Puppen. Ich denke überhaupt nicht dran. Also mit Tieren gar nicht. Mit Tieren gar nicht. Zeugen Jehovas. So. Wo wir bei Tieren sind. Aber wie es zusammenhängt, weiß ich auch noch. Gut. Wenn wir bei Ex-Tag, Weltuntergang, deswegen bin ich drauf gekommen. Ach so. Hat es was mit dem Weltuntergang zu tun? Nein. Kran. Ah. Warum habe ich gesagt? Hat es mit Aktien, Wertpapieren und so weiter zu tun? Ja. Oh. So. Ex-Tag ist der Tag, an dem irgendein Optionsschein ausläuft oder irgendwie sowas. Ist das der Tag, an dem Conny Kramer starb? Nein. Der Tag, an dem ist das der Tag, an dem herauskommt, wie viel Geld jeder einzelne Investor, ich kenne mich in dem Metier weiter. Ist das der Tag, an dem herauskommt, wie viel Geld jeder Investor für sein Aktienpaket bekommt? Wie hoch die Dividende ist. Das ist der Tag. Warum heißt der Ex-Tag? Weil das nicht der Tag, weil das da herauskommt und sich da die Aktie wieder verändert. Nein. Mein Gott, da studiert man ich kann das es so nicht gelten lassen. Aber man hat kein Anrecht mehr auf die Dividende. Richtig, ja. Ich lasse es so gelten. Ja, ich lasse es so gelten. So. Mann! Ja, Kinder. Also, Entschuldigung, aber Moment. Moment. Das muss ja alles schon seine Richtigkeit haben. Der Gaspar Rodriguez wird drauf bestehen. Es ist soweit korrekt. Es gibt einen Tag, wo die Gewinnausschüttung, die Dividende einer Aktie bekannt wird. An diesem Tag wird die Aktie praktisch die Gewinnausschüttung aus dem Kauf der Aktie herausgenommen. Wenn ich an diesem Tag, wo ich weiß, wie viel Gewinn ich kriege, die Aktie kaufe, bin ich nicht an der Gewinnausschüttung beteiligt. Hätte ich das einen Tag vorher gemacht, hätte ich sie noch bekommen. Klar. Herausgekommen, Ex, deswegen Ex. Ja, aber das versteht sich ja von selbst. Natürlich. Gaspar, es tut mir leid, Holger hat es dann doch noch zusammenbekommen. Jetzt gehen wir mal nach Rüschlikon. Das ist in der Schweiz. Das ist richtig. Ah, und wieder zurück. Rüschlikon, dort wohnt Gabriela Mösli. Und damit wissen wir auch, warum diese Frage einzugehen ist. Ich glaube, das ist die letzte Sendung, in der sie dir geglaubt haben, dass du echte Fragen vorliegst. Entschuldige, ich finde, Gabriela ist ein völlig normaler Name. Ich weiß gar nicht, was er hat. Gabriela möchte wissen, warum bekamen 27.000 Menschen in der Schweiz ein Päckchen Taschentücher per Einschreiben geschickt? Per Einschreiben. Also 27.000 Menschen. Die Apotheke hatte zu. 27.000 Menschen bekamen ein Päckchen Papiertaschentücher. Ein Päckchen Taschentücher, ja, ich nehme mal an. Papiertaschentücher. 27.000 Menschen. Menschen per Einschreiben. Per Einschreiben. Das heißt, die mussten quittieren auch noch wegen dem Mist zur Post laufen, ja. Oder was? Dass sie die Tempos da oder wen auch immer bekommen haben. Kleiner Tipp von mir, es waren nicht nur Taschentücher, es war auch noch ein bisschen was anderes. Aber wir haben die Taschentücher, weil die waren auch drin. Rückrufaktion. So, von wem? Von den Taschentüchern. Ja. Die haben kaputt, oh, dann schicken wir eine neue. Zack. So, und dann mussten die, aber haben die gesagt, Edge, wenn wir euch was Neues schicken müssen, dann müsst ihr auch zur Post, dann müsst ihr auch zur Post. Und dann haben die das per Einschreiben geschickt. Nein. Komm, sag was mit Kran, dann sind wir fertig. Komm. Also. Warum? Warum bekamen diese 27.000 Menschen? Es geht um 27.000 Leute. Die Frage, die sich mir jetzt natürlich sofort stellt, darf ich und möchtest du direkt einbrechen? Ich warte noch, sag gut. Oh! Die Frage, die sich mir stellt, ist, handelt es sich dabei um 27.000 Einwohner einer bestimmten Stadt oder sind die 27.000 Leute über die ganze Schweiz verteilt gewesen? Es könnte eine Werbe. Das geht aus dieser Antwort nicht davor. Ich gehe mal davon aus, dass sie über die Schweiz. Es scheint zumindest nicht relevant gewesen. Mit anderen Worten, du hast die Antwort da liegen und hast keine Ahnung. Also wenn das per Einschreiben. Pass auf, wenn das per Einschreiben. Herr Hugo, Herr Balder sagte ja eben. Herr Hugo finde ich sehr schön.
Herr Walter, das ist wie beim Friseur, das macht für Sie ja alles unser Herr Hugo. Also. Monsieur Hugo sagte ja, dass zu den Taschentüchern auch noch etwas anderes versendet wurde. Jetzt, wenn das also eben per Einschreiben geschickt wurde, dann muss es ja irgendwie einen bestimmten Wert haben und das musste ja eben gewährleistet sein, dass es auch bei den Adressaten ankam. Richtig. Beziehungsweise mussten die das eben auch entgegen sein. Ja. Ich denke im Moment an eine Art Test zum Beispiel, dass Menschen sich irgendwie selber einen Abstrich oder irgendetwas machen. Ja. Oder eine Kotprobe. Ja, ja, ja. Oder ein Einlauf. Ja, aber irgendetwas in der Richtung Hygiene und dazu kamen halt die Taschentücher, um es irgendwie zu säubern. Dann wieder abzuwischen. Oder sich zu säubern. Nein. Die mussten den Abstrich in der Post machen. Deswegen haben die da direkt das Taschentuch, damit da, wenn da kein Klopapier ist, diese auch direkt in Buch. Wir können uns das alle vorstellen. So ist das. Das passiert mir auch ständig. Ja, natürlich. Ich muss zur Post, muss einen Abstrich. In der Schweiz waren die Riesen. Was bitte? Ich wollte sagen, bei der Post muss man grundsätzlich Abstriche machen, aber das ist egal. Jetzt rede ich schon selber so einen Scheiß. Das war aber sehr intelligent. Wie so ein Scheiß, aber besser als der Kran. Natürlich. Also. Ich glaube, es geht auch bei der Schweiz. Die sind doch alle wehrpflichtig da, oder? Es geht um Wehrpflichtige. Diese Wehrpflichtigen haben das Paket bekommen. Aber die bekommen. Haben mehr als 27.000 Wehrpflichtige. Ja, aber nur eine bestimmte, ein bestimmter Jahrgang oder eine bestimmte Blutgruppe oder so. Gut. Und warum? Und warum? Ach, wenn du so fragst, was, Dreck. Ich glaube, in der Schweiz haben sie ja alle Nummernkontos. Ne? Geheime Konten, wo sie ihr Geld nicht wahr anlegen. Und vielleicht war das eine Auszahlung, eine geheime. Und da haben sie das ganze Geld in diese Papiertaschentücher reingewickelt und haben es per Einschreiben an die Kontoinhaber verschickt, dass diese ihr Geld bekommen. Ich glaube, es hat was mit Konten zu tun, aber die sind so schmutzig, diese Konten. Fragen wir doch mal Konrad Töns in Zürich. Waren die Papiertaschentücher einfach nur das Verpackungsmaterial für etwas Zerbrechliches? Nein. Die waren richtig. Waren die Leute vielleicht wirklich nicht? Die waren nicht krank. Also es ging noch darum, nicht. Die noch Leute nicht. Allergie nicht. Noch nicht. Das war ein Forschungsprojekt? Richtig. Ob man sich ansteckt mit Viren und Bakterien, wenn man in ein Dings schleust. War kein Forschungsprojekt. Ich möchte andeuten, dass ich den Anstoß gegeben habe zu dieser Antwort. Kein Experiment. Prophylaxe vom Gesundheitsamt? Eine Impfung. Nicht vom Gesundheitsamt. Vom Apothekerbund. Erst recht. Pharmaindustrie. Auch nicht. Bei der Gelegenheit muss ich mal schneuzen gehen. Jawohl. 27.000 Menschen. Das ist ungesund. Kein Test, keine Medizinforschung, nichts. Nein, keine Medizinforschung. Es ging um einen DNA-Test. Oh, wer ist der Vater? Mando, Sie mussten alle in die Tempos ejakulieren? Schöne Idee. Nein. Schöne Idee. DNA-Test, doch. Nein. Hier nicht. Hier. Nein, mit dem Nasenschleim haben Sie das getestet. Wer ist der Vater von DJ Bobo oder so? Aber vielleicht ist das wirklich gar nicht so dumm. Es ging um eine Umfrage, einen Test, etwas, was man abgeben musste. Und das Einschreiben sagt natürlich, ob jemand auch da war und es sich geholt hat. Weil man ja unterschreiben, dass man da war. Und dann es war kein Test. Es war von der Polizei aus. Nicht von der Polizei. War es eine Produktgeschichte von einer Papiertaschentuchfirma? Die das verschickt hat, gezielt, um zu sagen, dass es besser ist. Von der Post? War das ein Test von der Post? Ich sage es euch. Also, neben den Taschentüchern waren in dem eingeschriebenen Päckchen Atemschutzmasken, Desinfektions- und Schmerzmittel sowie ein Fieberthermometer und natürlich die Taschentücher. Jeder der rund 27.000 Mitarbeiter der Schweizer UBS Bank erhielt so eine Postsendung jetzt im April 2007 und so will die Großbank ihre Mitarbeiter auf den eventuellen Ausbruch einer Grippeepidemie vorbereiten? Nein. Ja. Der ist ja verrückt, der Schweizer. Wie aufmerksam. Gabriela Mösli aus Rüschlikon. Frau Mösli, 500 Frau Euro für Sie. Gratulation.
Meine Damen und Herren, es ist ganz egal, ob Sie in der Schweiz leben, in Deutschland, in der deutschsprachigen Gebieten rund um Deutschland oder in Deutschland, ganz egal. Wenn Sie Fragen haben, schicken Sie uns die einfach. Genial daneben 50 616 Köln, anrufen 01378 10 1120 oder E-Mail fragen@genialdaneben.de. Wir freuen uns auf Ihre Fragen, hoffen, dass Sie ein bisschen Geld bekommen. Heute haben wir wenig Geld, aber zweimal, nicht? Ich glaube, insgesamt 1000 Euro sind wir losgeworden. Ihr wart sehr gut heute, mein lieber Mann. Ich ziehe... Na, ich sage einfach Hut auf. Das war sehr schön. Und freue mich auf nächsten Samstag. Da ist wieder genial. Dann nehmen Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss.